Die schon vor einigen Wochen vorgestellte neue Mods-Plattform ist nun endlich live, auf der sich alle Simmer offiziell Mods und CC für die Sims 4 herunterladen können. Zeit, dass wir uns diese mal genauer ansehen. Die neue Mod-Plattform für die Sims 4 namens CurseForge ist vor ein paar Tagen offiziell erschienen, die offiziell von EA unterstützt wird und wo alle Simmer sich Mods herunterladen und auch selber Mods hochladen können. So sieht sie aus. Ich habe sie tatsächlich auch nochmal in der Beschreibung verlinkt für alle, die es interessiert. Es ist leider ein bisschen doof gemacht. Wir müssen uns derzeit noch mit unserem Twitch-Account anmelden. Also falls ihr noch keinen habt, müsst ihr euch kostenlos einen erstellen, um Zugriff auf die Website haben zu können. In der nächsten Zeit sollen dann noch ein paar weitere Plattformen hinzukommen, mit der man sich registrieren kann. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal durch. Die Seite ist eigentlich recht einfach aufgebaut. Es gibt gar nicht so viel zu sagen. Hier oben haben wir die einzelnen Reiter, wo wir zum Beispiel hier Create a Sim auswählen können. Und dann können wir hier auch in Unterkategorien wechseln. Es ist also tatsächlich sehr gut aufgeteilt, wenn man irgendwas sehr Spezifisches sucht. Und dann sehen wir schon alle Mods, die zu diesem Thema hochgeladen wurden. Also ehrlich gesagt, ich meine, vom Aufbau kann man da echt nichts sagen. Das ist teilweise besser als so manch anderer Tumblr-Account, wo diese Art von Inhalten hochgeladen werden. Ich würde sagen, wir stöbern jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch. Früher habe ich mir ja auch tatsächlich sehr viele Mods für die Sims 4 runtergeladen. Mittlerweile ist es da nicht mehr ganz so viel. Zum Beispiel gibt es dann hier so ganze CC-Packs mit Objekten drin, die man sich kostenlos herunterladen kann. Man sieht sogar, für welche Game-Versionen die hier gedacht sind und welche sie sonst noch so unterstützen. Kann sich hier verschiedene Bilder angucken, dem Creator folgen. Tatsächlich SixamCC kennen wahrscheinlich einige von euch. Und tatsächlich finde ich die Idee mega genial. Endlich gibt es mal so ein bisschen einen zentralen Ort, der auch tatsächlich von CurseForge moderiert wird, wo Inhalte hochgeladen werden können. Man muss jetzt nicht mehr umständlich sich Inhalte zusammensuchen, sondern kann das hier einfach über diese Plattform machen. Die Entwickler haben ja schon in der Vergangenheit auch mit Moddern aus der Community zusammengearbeitet. Ich finde, das ist dann doch nochmal so ein bisschen so ein weiterer Schritt, der dann auch zeigt, dass die Entwickler es sehr gerne mögen, wenn sich kreative Simmer in der Community mit Mods ausleben. Tatsächlich, das Ganze beschränkt sich auch nicht nur auf CC, also nicht nur irgendwelche Objekte, sondern auch tatsächlich richtige Mods. Das ist aber noch nicht alles. Die Website ist nur der erste Schritt. Es gibt nämlich tatsächlich auch noch das CurseForge-Programm, wo man ab dem 6. Dezember auch dann Zugriff auf diese The Sims 4-Inhalte hat und auch sich den Mod-Manager genau angucken kann. Mit dem Mod-Manager kann man dann tatsächlich seine Mods immer auf dem Laufenden halten. Die werden dann quasi dadurch regelmäßig aktualisiert, wenn neues Update ansteht und der Creator seine Mod ebenfalls für dieses neue Update geupdatet hat. Man kann da fehlerhaften CC aussortieren und weitere Features sind damit drin. Es ist also tatsächlich auch für die Organisation eigentlich echt eine ganz gute Sache, was da die Kollegen von CurseForge dann doch so ein bisschen auf die Beine gestellt haben. Improved Spa Day Tablet, das ist natürlich auch witzig. Die Modding Community ist teilweise wirklich so kreativ und so kleine Mini-Details, die irgendjemanden in der Community stören, werden hier teilweise angepackt. Es gibt hier sogar eine eigene Kategorie für Welten, wie man hier sieht, World Replacements, also Ersetzungen von Welten, so ein paar Grafikverbesserungen, Licht und Schatten und Shader. Also es ist tatsächlich hier eigentlich echt ganz cool. In jeder Kategorie ist hier auf jeden Fall was aufzufinden. Teilweise ist es noch ein bisschen leer, aber jeder Spieler kann tatsächlich mithelfen, dass hier noch ein bisschen mehr dazukommt. Ich denke, für ein eigenes Video wäre es auch immer ganz witzig, wenn ich hier so meinen Lieblings-CC, meine Lieblingsmods vorstelle. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Gefühl habt, dass ihr vielleicht mit dieser Plattform auch so ein bisschen mehr dann doch mit Mods und CC spielen werdet oder ob das für euch dann eher irrelevant ist. Also ich muss sagen, dass ich mit so einer Art der Community-Zusammenarbeit gar nicht gerechnet hätte. Es ist jetzt natürlich keine Plattform offiziell von EA, aber ja, EA ist da scheinbar eine Partnerschaft mit CurseForge eingegangen, die auch teilweise für andere Spiele diesen Dienst bereitstellen. Wenn ihr die Plattform selber ausprobieren wollt, schaut gerne in der Beschreibung vorbei, da habe ich sie euch verlinkt. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.